Das wird euch gut tun. Mit einer riesigen Kelle schöpft ihr die Suppe ein. Nee, schöpft er die Suppe in Schüsseln und stellt sie euch vor den Tisch. Dann setzt er sich auch. Während ihr die Suppe löffelt, redet der Alte ständig auf euch ein. Ihr solltet mal das Gebiet um den See erkunden. Da habe ich schon eine Menge Kairan gefunden. Es dauert natürlich ein bisschen, aber man findet schon etwas Nahrung, um durchzukommen. Am kleinen See. Ach, was weiß ich, da gibt's überall was. Wo kommt ihr eigentlich her? Aus Fexkair? Ja, sicher aus Fexkair. Woher sonst? War ich lange nicht mehr in den guten alten Fexenstadt. Wartet mal, da war ich vor 20 Jahren, wenn ich mich nicht täusche. Das war in dem Jahr, als hier so viele Frösche... Der Alte berichtet weiter von seinem Eremitendasein am See. Aber schließlich wird es für euch immer langweiliger. Na gut, wir müssen eh warten, bis das Einhorn fertig ist, also hören wir ihm noch eine Weile zu. Inzwischen sind die Erzählungen tödlich langweilig. Okay, einmal hören wir noch zu. So ein Leben am See ist interessanter, als ihr gedacht habt. Wir beschließen uns hier niederzulassen. Nein. Wir verabschieden uns und gehen. Ja, ja, macht es gut und kommt mal wieder. Dann und wann schadet Besuch nicht. Freundlich verabschiedet sich der Alte von euch. Können wir hier noch irgendwas anderes machen? Wir können anscheinend in den See rumgehen. Da geht's nicht weiter. Na gut. Geht's hier weiter? Nee. Wir können zu Fexkay reisen. Wir können nach Feldstein reisen, nach Oberorken. Wir können zweimal zum Einsiedlersee. Also wahrscheinlich einmal rumgehen. Dann gehen wir noch einmal rum. Oh, Orks. Orks, 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 Orks. So, du schießt auf den... Na, ja, Talana immer. Du gehst mal dahin. Dahin. Du brennst den Ork da weg. Ignifaxius, sagen wir mal mit 4. 13 Trefferpunkte und der steht noch. Das ist ja ärgerlich. So, du dahin. Wartest ab. Du haust den aggressiv. Na, also. Du haust den. Du gehst etwas weg. So. Damit die Elfe gleich rückwärts gehen kann und schießen. Wie sich das für eine Elfe gehört. Du gehst mal dahin. Hilfst Gwendolyn. So. Komm schon, Terek. Einmal groß ausholen und dann chop. Sehr schön. Du haust den. Du läufst mal hier rum. Du schießt wieder auf den. Nimm, 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 nimm. Du gehst mal dahin. Und Gerogon darf gleich mal ein bisschen Platz machen. Abwarten. Du gehst dahin. Haust darauf. Du machst das gleiche hier, damit die Elfen rankommen können. So. Und du kannst hoffentlich über den Busch schießen. Ja, kannst du. So, du schießt auf den. Der flieht, na gut. Du wartest ab, du haust drauf. Du stürmst ran. Und Computerkampf, keine Magie. Nee, du bist sofort im Weg gestellt. Direkt trifft direkt, das ist nicht gut. Und Gerogon landet den letzten Schlag. So. Gruppe ist erschöpft. Wirklich weit sind wir nicht gekommen. Dann schauen wir doch hier mal nach diesen Kräutern. Erstmal Wache aufstellen. Gwendolyn, Gerogon, Terek. Kräuter suchen. Jallen. 9 Stunden. Eine Schurinknolle und 5 Tanelen. Nicht so wirklich das, was ich gesucht habe. Eigentlich habe ich diese Tairan gesucht. Damit kann man nämlich später die Zaubertränke herstellen. Aber gut. Das Gelände wird zusehends sumpfiger. Bei jedem zweiten Schritt bleiben eure Füße im Boden stecken. Schließlich wird es so schlimm, dass ihr gelegentlich bis zu den Knien versinkt. Wir kehren um. Sumpf ist keine gute Idee. Jetzt nehmen wir mal die andere Richtung.
Das müsste der hier sein. Oh, das ist auch links rum. Das ist nicht gut. Und die haben großen Durst. Da ist ein riesiger See neben euch. Krummel. Komm schon, macht Rast. Kampieren. Nahrung suchen. Findet nirgends Wasser. Willst du mich veräppeln? Wir wollen weiterreisen. Das ist nicht gut. So, wieder am Einsiedlersee. Wir verteilen jetzt erstmal ein paar Rationen. Da sie das hier leider nicht selbstständig machen. Du hast immer noch Hunger. Okay, du kriegst 2. Das mit dem Trinken ist aber eher ein Problem. Was echt ärgerlich ist, denn direkt vor unserer Nase ist ein See. Wir können die Wasserflaschen bloß nicht auffüllen. Also müssen wir jetzt so lange reisen, bis wir wieder automatisch rasten. Denn durch manuelles Rasten scheint es nicht wegzugehen. Oh. So, du isst noch den. Du isst noch den. So. Also ich hätte schwören können, ich hätte am Anfang das hier gedrückt und wir wären links rumgegangen. Und jetzt haben wir das gedrückt und sind auch links rumgegangen. Ich drücke nochmal den oberen. Wir reisen wieder nach oben lang. Das ist nicht gut. Ich würde jetzt gerne umkehren. Okay, soweit so gut. Und jetzt nehmen wir den unteren und gehen auch links rum. Wir könnten durch den Sumpf. Na gut, wir gehen vorsichtig weiter. Das Sumpfland scheint sich endlos dahin zu ziehen. Terik sinkt plötzlich bis zu den Hüften ein und droht vollständig unterzugehen. So schnell ihr könnt, werft ihr ihm ein Seil zu und schließlich gelingt es euch, ihn aus dem Sumpf zu ziehen. Das gleiche passiert Talana auch. Talana hat eine Decke verloren. Talana hat ein Amulett verloren. Nein! Schade, schade. Nach fast einem Tag, so will es euch scheinen, erreicht ihr endlich wieder trockenen Boden. Ihr seid vollkommen verdreckt und ausgelaugt bis auf die Knochen. Ohne euch groß um eure Umgebung zu kümmern, fallt ihr in den Schlaf. Ja, wir müssen jetzt unbedingt Nahrung finden. Findet Wasser, findet Nahrung. Sehr schön. So, Wachen aufstellen. Kräuter suchen, 5 Stunden oder 6 Stunden reicht auch. Und schlafen. Ja, echt schade um das Amulett. Aber da kann man nichts machen. Wir wollen weiterreisen. Vor euch erstreckt sich eine saftige Wiese. Mürrum meint, dies wäre ein guter Platz, um Reise zu unterbrechen oder ein paar Kräuter zu suchen. Ja, das wollen wir. Und zwar Jallen, so lange wie es geht. Sie findet ein Belmatblatt und 2 Schuldenknollen. Und es ist inzwischen so spät, dass wir gleich wieder suchen können, weil wir einen Rast einlegen. Ja, such nochmal 6 Stunden. Du und du und du haltet Wache und du suchst wieder Essen und Trinken. Aber wirkliche Hinweise auf die Orks haben wir hier keine gefunden. Und auch der Einsiedler hat nichts dazu gesagt. Oh. Schon aus geraumer Entfernung könnt ihr erkennen, dass ihr euch auf eine einzeln stehende Felsklippe, oder besser gesagt einen Monolithen, zubewegt, den ihr nach etwa einer Stunde auch erreicht. Der Felsen ragt sicherlich 50 Schritt in die Höhe, ein imposanter Anblick. Von dort oben hätte man bestimmt einen fantastischen Ausblick. Vielleicht sehen wir von da aus die Lager der Orks. Der Monolith sieht nicht einfach zu erklettern aus. Soll es trotzdem einer von euch versuchen? Ja, das klingt verlockend. Wer? Ich würde gerne vorher gucken, wer den höchsten Wert hat. Aber ich denke mal, Gwendolyn ist mit am akrobatischsten. Also schicken wir sie hoch. Oh. Gwendolyn hat es nicht geschafft. Wollte es nochmal versuchen? Ja. Okay, dann schicken wir mal Mürrim hoch. Die ersten 10 Schritte sind ein Kinderspiel. Die nächsten 10 schon bedeutend schwieriger. Jetzt folgt eine leichtere Etappe. Und Mürrim verliert den Halt und fällt runter.
Ich sehe jetzt nicht, wie viel Schaden die genommen haben. Wir versuchen es einfach nochmal und schicken Jallen hoch. Ihr schafft es nicht mehr, den ersten 10 Schritt. Okay, dann halt Nurm. 10, 20, 30, 40 und schließlich eine Stelle, aber griffige Wand. Geschafft. Mürrim erreicht ein Plateau von vielleicht 10 mal 10 Schritt Größe. Die Aussicht ist wirklich beeindruckend. Die gesamte Umgebung des Einsiedlersees liegt zu euren Füßen. Ein Anblick, der eine Klettertour sicherlich wert gewesen ist. Aber das ist es nicht allein. In der Mitte des Plateaus entdeckt sie einen kleinen Schrein, in dem ein schwarzes Auge ruht. Ohne weiter nachzudenken, berührt sie das Artefakt. Grellbunte Farben und fremdartige Töne wirbeln Mürrim durch den Kopf. Und langsam, ganz langsam, bildet sich durchaus eine klare Botschaft. Algrid Trondesdotter wohnt in Chalsingor. Oh, mein Zettel. Die haben wir aber, glaube ich, schon. Ja, die haben wir schon. Schade. Verwirrt verharrt Mürrim einige Minuten auf der Stelle, bis sich eure Rufe aus seinen Gedanken reißen. Der Abstieg gestaltet sich weit einfacher als der Aufstieg, sodass ihr nach einer weiteren halben Stunde euren Marsch fortsetzen könnt. Au. Oh. Und das schwarze Auge hat uns noch etwas gesagt über die Orks. Wir müssen wohl anscheinend von Fexkaer nach Süden reisen und da werden wir die Orks finden. Das ist aber an einer völlig falschen Stelle. Okay. Ihr erreicht das Ufer eines kleinen Sees, der ringsherum von Weiden umgeben ist. Ein ausgesprochen idyllischer Ort, wäret ihr wegen der Schönheit der Landschaft hergekommen. So aber interessiert es euch sicherlich am meisten, dass es hier Fische im Überfluss und natürlich Trinkwasser gibt. Wollt ihr eure Brotbeutel und Wasserschläuche auffüllen? Ja. Und Mürrim ganz viele Wirselkräuter geben. Oder auch mal von starken Heiltrank trinken, die benutzen wir sonst nie. Gegengift wollen wir behalten, Gegengift auch. Starker Heiltrank. Weil 13 bis 16 Trefferpunkte, das ist echt lächerlich. Ein Wirselkraut bringt 10, ist stapelbar und wiegt fast gar nichts. Also, Ja, zurück. Wachen, Gwendolyn, Gerugon, Tirik. Nahrung suchen brauchen wir, das haben wir gerade. Kräuter suchen, 6 Stunden. 2 Gullmondblätter, eine Schoinknolle. Ah, ist doch schick. Weiterreisen. Gleich sind wir einmal rum. Ja, das war wohl nix. Also hier am Einsiedlersee. Aber der Hinweis von diesem Auge, dass die Orks zwischen Fexkaer und Skelling sind, oder Skellen, so ähnlich, es war ein wenig undeutlich in die Nachricht, die hat uns schon weitergeholfen. Das heißt, wir reisen jetzt nach Fexkaer. Wachen wie immer. Kräuter suchen sparen wir uns jetzt, das haben wir lange noch am See gemacht. Und wir gewaltmarschieren mal. Ein idealer Rastplatz. Und es ist schon langsam Abend. Aber nee, wir reisen das letzte Stück auch noch weiter. Weiter in Richtung Goblins. Abwarten. Du hau mal den. Du. Ah, bist zu weit gegangen, glaube ich. Ja, du bist zu weit gegangen. Abwarten. Du gehst mal dahin. Okay, dann gehst du auch gleich dahinter. So. Du haust den. Du machst Platz und schießt auf den. Du gehst nach da und schießt auf deinen Angreifer. So. Du gehst um den rum und schlägst in die Seite. Und du gehst mal da und wir machen Computerkampf an, keine Magie. So, die Elfen könnten jetzt ein Problem sein, jedenfalls die eine, dass sie in den Nahkampf gehen will und keine Nahkampfwaffe hat. Aber das müssen wir dann gleich im Inventar ändern. Oder vielleicht macht sie es auch selbstständig. Das wäre natürlich sehr schick. Aber nee, sieht nicht so aus. Die schlägt mit bloßen Fäusten auf den Goblin ein.
Ja. Warum? Nimm bitte wieder deinen Bogen in die Hand. Das macht mir doch ein wenig Angst. So, und du hast mit der Sichel gekämpft. Auch nicht schlecht. So. Wache aufstellen. Gwendolyn, Gerugon, Tirik. Schlafen. Ja, wir sind im Orkland, das merkt man irgendwie. Zaubern. Kampf. Fulmen. Auf den. 15 Trefferpunkte. Schöne Sache. Du wartest da ab. Du stehst jetzt natürlich direkt so ungünstig, weil Talon da steht. Du gehst darum. Du stürmst langsam da lang. Und kannst auf dem Weg mal Georon anstupsen, damit der wach wird. Abwarten. Angreifen. So, Schritt zurück. Schießen. Nicht getroffen. Ah. Okay, dahin abwarten. Zaubern. Kampf, da reicht ein Fulminictus. Oh, hält ja gut was aus. Abwarten. Also Nahkämpfer reißen mal wieder gar nichts. Ah, langsam müsste der Obe doch umkippen. Na also. Du auf den. Du auf den. So, du läufst schon mal in die ungefähre Richtung, um ihn abzufangen. Aber ich denke mal nicht, dass der überfliegen kann. Oder? Genau. 3 Dolche wollen wir nicht. 7 Silberlinge und 6 Abenteuerpunkte. Weiterreisen. Wir gehen weiter. Wir befolgen die Worte des Greifen. Und wir machen diesmal einen Umweg von, sagen wir mal, 24 Stunden. Ja, hat auch gereicht. Besser als 99, hm? Ein idealer Rastplatz. Nein, wir reisen weiter. So, da hatte jemand Hunger. Also sollten wir auf jeden Fall nach Nahrung suchen. Gwendolyn, Georgon, Tirik, Wache. Mürren, jagen. Findet Wasser. Kann was Essbares erlegen. Gute Sache. Und wir werden zum ersten Mal seit langem nicht nachts überfallen. Das ist doch schon mal gut. Schlaf ist eine wichtige Sache und wir sind zurück in Fexkaer. Dann huschen wir gleich in einen Tempel. Ich hoffe mal, das ist nicht der besagte Tempel. Nee, sehr gut. Speichern, LP 88. Und danach machen wir uns auf Richtung Skellen oder Stelling. Das gucke ich nochmal ganz kurz nach. Irgendwas mit Skz da unten. Da. Skellelen. Ja, genau. Skellelen. Da müssen wir hinreisen. Südlich von Fexkaer. Also wird irgendwo hier auf dem Weg vielleicht ein kleiner Vorposten der Orks sein. Na gut, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Bis gleich.